Ja, es ist ein Freudentag für die städtische Wohnoffensive. Wir haben jetzt die Möglichkeit, ein ganz ein tolles Areal zu entwickeln, unter der Aare. Wir wollen dort ein urbanes, ein vielfältiges, ein lebendiges Quartier. Wir wissen zum Glück ja jetzt so, dass der Gaskessel dort kann bleiben kann, dass es günstige Wohnungen gibt und wir werden sehr rasch dort hoffentlich auch spannende Zwischennutzungen starten können.